Ja, hallo Freunde der NRW über 18. Ich begrüße euch zum 5. Adventskalendertürchen. Und ja, wie ihr sehen könnt, mal wieder hier aus der wunderschönen Küche mit wunderschönem Mikrofon, mit wunderschöner Begleitung. Und ja, heute schauen wir uns also an, was hinter Türchen Nummer 5 sich verbirgt. Ich hoffe, ich komme heute noch, ansonsten morgen dazu, eure ganzen Kommentare zu beantworten. Das habe ich nämlich jetzt in den letzten Tagen leider nicht geschafft. Star Trek Away Team ist schon weitergegangen, Geheimakte 3 kommt auch noch. So, mit dem Calvin konnte ich mich heute leider auch nicht, beziehungsweise gestern, kurzschließen, sonst wäre es auch bei Sensebo noch weitergegangen. Aber nun gut, deswegen sind wir nicht hier. Sondern wir gucken uns heute an, was sich hinter Türchen Nummer 5 versteckt. Und hinter Türchen Nummer 5 aus dem Lego Friends Kalender, da verbirgt sich Folgendes. Das macht jetzt mal Johann, bitte. Ja, ist an. Also du kannst den ruhig rumnehmen, also so ist es nicht. Wenn du gerne was sagen möchtest dazu. Ich krieg das Türchen nicht auf. Hast du es denn schon gefunden? Ja. Ah, er hat es schon gefunden. Das ist schon viel wert. Ich würde ja... du musst jetzt sagen, was drin ist. Du musst es in die Kamera halten. Übrigens, Kamerakind ist heute niemand. Stativus Hausus, so heißt... ich will immer oben. Wir haben oben in der Kamera, womit wir es aufnehmen, noch ein extra Bildschirm, wo wir uns selber dran sehen. Und da bin ich immer geneigt, gerade selber reinzugucken. So, aber die Leute müssen das jetzt sehen. Leider haben wir jetzt natürlich keine Zoom-Funktion. Aber, was soll es denn sein? Ein... Keine Ahnung. Ein, keine Ahnung. Das ist sehr aussagekräftig. Jetzt musst du noch gucken, wie du das zusammenbaust. Jetzt steht da vor alles. Oh, Freunde, das ist zu schade, dass ihr das jetzt hier gerade nicht so zoommäßig sehen könnt. Der Adi, liebe Grüße auch nochmal an ihn, hatte heute leider keine Zeit. Sonst hätten wir den dazu genötigt, heute wieder das Kamerakind zu spielen. Aber wo der ist, weiß ich nicht. Muss du doch wissen. Ich? Ja. Das... möchtest du es nochmal sagen? Nein, ich sag das nicht. Der weiß schon, was ich sagen wollte. Lurchus Schwanzus? Das hat er gesagt. Das ist so ein Insider. Die beiden, die kennen sich schon von klein auf aus dem Sandkasten. Haben sich damals schon ihre Sandburgen kaputt getreten und das sind dann so Überbleibsel. Woher das Wort kommt, das ist mir auch ein Rätsel. Nee, das weiß wirklich, glaube ich, keiner. Und was soll das jetzt bitte darstellen? Ich habe immer noch keine Ahnung. Du musst schon in das Mikrofon sprechen, ne? Also ich könnte ja behaupten, nein, eine Bank ist es nicht. Es ist schon eine Herausforderung, das muss man sagen. Aber nun ja, was will man machen? Das sieht aus wie ein Horn. Ja, Freunde, die Spannung steigt. Die Künste von Sebastian alias The Camera Kind. Tja, Freunde, und ansonsten, was gibt es sonst noch zu berichten? Wie ist das Wetter bei euch? Heute Sturmwarnungen in ganz Deutschland. Norddeutschland ist überflutet und überströmt und was es nicht alles gibt. Und ja, also bei uns ist es... Naja, es ist schon ein bisschen windig, aber hier im Westen sind wir bisher eigentlich immer so, was diese Naturkatastrophen anging, immer sehr glimpflich davongekommen. Und ich denke mal, dass das dieses Mal auch so sein wird. Aber für die, die im Norden wohnen, für die hoffe ich, dass ihr jetzt nicht allzu viel davon abbekommt und dass euer Haus, euer Hab und Gut gut davonkommt. Aber nun ja, so, das Kamerakind hält es jetzt mal in die Kamera. Was soll es sein? Jetzt sag mal, was das sein soll. Na, lass doch mal gucken. Ups, da war ja noch was drauf. Das ist nicht Barbie. Das ist... Ja. Das war der Blitz, genau. Das ist ein Stand. Mensch, das sieht man doch hier.
Das soll so ein Stand sein. Für einen Stand? Ein Stand, ein Weihnachtsstand, meine Güte. Wo man heiße Sachen von bekommt, herbekommt. So, jetzt darfst du das mal halten. Und das Mikrofon ist jetzt nicht dafür da, damit du das irgendwo hinhältst, sondern hier unter die Nase. Ich wollte ein Liedchen trällern. Dann trälle ein Liedchen. In der Zeit suche ich die 5. Das. Um mir wieder zu sehen, wie du die Schokolade reinstopfst. Das ist eine Blume. Sehr weihnachtlich, ne? Eine weihnachtliche Blume. Muss man sich nochmal bei der Deutschen Bahn bedanken. Was bei denen Weihnachten Blume ist, ist am 6. Dezember. Oder? Ist egal. Ich finde es persönlich sehr schön, dass unser Arbeitgeber so an uns denkt. Find mal bitte einen Arbeitgeber in Deutschland, der sowas macht. Den haben die Leute gekriegt und nicht wir. Ja, sie haben wir den gekriegt, sonst hätten wir ihn ja nicht. So, jetzt kommt die Nummer 5 hier in unserem... Nochmal vielen Dank an meinen Arbeitgeber. Ja. Ich da gar keiner zu. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht kannst du jetzt echt ein Ü-Ei einstopfen, oder? Das können... Ja! Es ist ein Ü-Ei! Es ist ein Ü-Ei! Es wird nachher rausgeschnitten. Zu sehen, guck mal, du kannst schon von dem oberen Türchen kannst schon sehen, das kommt schon durch. Oh. Alter. Ja, das sind Kinder-Schokobons. So. Die Nummer 14. Deine Nummer so. 14. So, der kommt jetzt mal hier runter. Damit ich ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten habe. Um zu gucken, was hier in diesem wunderschönen Ü-Ei drin ist. Was? Okay. Die Leute wollen sich beschweren? Nein. Ja, tut. Die Leute beschweren sich nicht. So. Ich teile sogar mit dir. Warte. So. Bitteschön. Der Rest ist für mich. Ist aber auch nicht vergiftet. Hm. Da drin ist... Also wenn man die Schokolade sieht, da fühlt man sich wieder jung, ne? Hm. Oh. Seitdem ich Kind bin, schmecken die genauso. Ne? Ja, das Rezept ist wahrscheinlich auch das gleiche. Meinst du? Mhm. Freunde, das finde ich jetzt richtig geil. Es hat was tatsächlich mit Weihnachten zu tun. Und jetzt hast du dieses Jahr mal keinen Weihnachtskalender geholt, sondern einen Kinderweihnachtskalender. Genau. Und da ist dann Weihnachten. Hä? Der letztes Jahr war auch Kinder, da waren allerdings nur Ü-Eier drin. In dem ist jetzt alles drin. Und da ist was Weihnachtliches drin, ne? Das ist jetzt zu schade, dass ausgerechnet heute das mit der Zoom-Funktion nicht funktioniert. Weil... Ich mal zoomen. Nee, geht nicht. Nee, warte, du kannst das mitnehmen. Oder? Moment. Hä? Moment. Oh, das ist irgendwas. Da muss man die Schnur da hinten durch. Da durch. Und dann muss man da so einen Strick dran bauen. Oh Gott. Wie geht der? Willst du ihn schon aufhängen? Köpfen? Nee, das ist, glaube ich, eine Schleife, oder? Also es sollen eigentlich Kinder machen, ne? Und du bist schon mit so einer Schleife überfordert. Ja. Kannst du mal sehen. Da. Tada! Komm, ich mach dir jetzt einfach einen Knoten rein. Der kommt mit an den wunderschönen NRW über 18 Tannenbaum. Außerdem steht ganz, da auch drauf... Das ist ein ganz schöner Tannenbaum. Der ist, hat so viel Leben in sich wie... Ja, mehr als... Wie die gelbe Tonne. Ein Weihnachtsbaum, es ist, also man muss dabei sagen, es ist ein künstlicher Weihnachtsbaum. Ja, was hat das mit der gelben Tonne zu tun? Das ist auch aus Plastik. Das ist Quatsch. Aus Kunststoff. Nein, aus Tannengrün. Aus Tannengrün. Aus Kunststoff, Plastik, Tannengrün. Mit so viel Lichterketten, da könntest du den Flugzeug beleuchten. Das war ein toller Knoten. Ja, ne? Also Freunde, halt das mal in die Kamera. Er hält das jetzt mal in die Kamera. Ohne Knoten. Oh. Ich habe auch nicht gesagt, dass da ein Knoten drin ist. Na? Ja, aber, ja, sehen die Leute das auch? Also es ist auf jeden Fall ein Eichhörnchen, Freunde. Das kann ich euch schon mal sagen. Und es ist so schön, dass es jetzt endlich mal was mit Weihnachten zu tun hat. Und da sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn ich den Tannenbaum da hinten mitzähle, andere Figuren, die, genau, die auch noch mit da drin sind. So, und jetzt komm schnell wieder her. Angriff der Killer-Hamster.
Immer diese Spiele an der Kamera. So, jetzt kommt nämlich das Coolste überhaupt. Mikro. Also ich habe ja gehört, die gestrige Frage hast ja schon falsch beantwortet, ne? Was? Weiß ich noch gar nicht. Ich habe die Kommentare noch nicht gelesen. Ja, aber ich. Ganz toll. Eigentlich bräuchte ich jetzt ein Messer. Schon wieder? Ja. Kinder dürfen keine Messer. Hol mal ein Messer. Ach, ich sollte eine Gewerkschaft eintreten. Hallo, Biechli. Noch Katze ist auch nicht weihnachtlich geschmückt, ne? Die Katze braucht auch nicht weihnachtlich geschmückt. Kannst ja wenigstens so einen Tannenzweig dran machen. Also, 5. Dezember. Mit Hilfe von wem oder was wurden die Hirten, die auf dem... Warum liest du mir das eigentlich vor? Mit Hilfe von wem oder was wurden die Hirten, die auf dem Felde arbeiteten, zum Stall, in den Jesus geboren wurde, geleitet? Dem Stern von Bethlehem. Hier steht aber der Stern von Bethlehem gar nicht drauf. Ja, sondern, was steht denn da drauf? Pilger, Engel, Stern. Das ist nicht der Stern von Bethlehem, es war nur ein Stern. Ja, aber ein Stern. Bei der Engel? Es ist, also ich habe jetzt hier mal C angekreuzt, Stern, und der Buchstabe dafür soll, glaube ich, ein N sein. Katharina soll das gestern gewesen sein? Ja, ich kenne überhaupt keine von denen. Barbara, Johanna und Katharina. Ich kenne keine von denen. Ist nicht Johanna. Soll das jetzt ein Wortwitz sein? Also, Kelvin und all die anderen. Mit Hilfe von wem oder was wurden die Hirten, die auf dem Feld arbeiteten, zum Stall, in dem Jesus geboren wurde, geleitet? Also, mit Pilger kann es nicht sein. Engel, da bin ich mir jetzt unsicher. Der Engel, der schwebt ja dann so oben über der Krippe. Aber ich glaube, der hat damit nichts zu tun, dass die Hirten zur Krippe gekommen sind, sondern das war der Stern von Bethlehem, der hat ihnen den Weg geweist. Dabei bleibt's. 5. Dezember haben wir Stern von Bethlehem und ja, damit würde ich sagen, vergesst nicht noch eure Plätzchenrezepte zu schicken, damit wir irgendein Rezept noch vor Weihnachten nachbacken, sonst muss ich wieder irgendwelche Rezepte, die für dich leicht sind, damit du das backen kannst, die 5 Sachen zusammen. Okay, jetzt brechen wir ja ab. Das ist absoluter Quatsch. Wir backen natürlich alles. Vom Geschmack her muss ich sagen, ist aus der aktuellen Werbung dieser Milka Oreo Kuchen. Also der sieht schon extrem lecker aus. Willst du den nachbacken? Vielleicht machen wir. Wieso? Milka hat immer was mit Weihnachten zu tun. Freunde, wir werden einfach mal schauen, wenn ihr euch, nicht... Der Kuchen hat überhaupt bis zum Backen überlebt, wenn er nicht vorher schon ausgefuttert hat. Nein, du futterst vorher die Zutaten auf, nicht ich. Ich muss immer alles verteidigen. Also, Freunde, schickt uns eure Vorschläge, was wir zu Weihnachten... Dein Gewinnspiel. Mein Gewinnspiel. Ja, habe ich doch schon gesagt. Ja, ihr könnt euch anmelden zum... er wird ja alt, das muss man dabei sagen. Anmelden zum Adventskalender-Gewinnspiel und da könnt ihr euch bis zum 23.12. diesen Jahres bis 23.59 Uhr anmelden und habt dann die Möglichkeit, alles, was ihr jetzt hier sehen könnt, zu gewinnen, bis auf die Sachen hier vom Kelvin. Die bleiben bei mir und werden in Ehren gehalten. Ansonsten habt ihr dazu, wie gesagt, die Möglichkeit auf der Fanpage, jetzt wackelt das Bild, habt ihr die Möglichkeit auf der Fanpage, euch da anzumelden. Ja, und ansonsten, ich mal, haben wir jetzt alles? Das war der 5. Dezember. Morgen muss ich mal schauen, wann... Boah, was machst du da vorne vor der Kamera? Muss ich mal schauen, wann ich dazu komme. Ich bin nämlich, denke ich mal, vormittags unterwegs. Nachmittags, beziehungsweise abends, haben wir bei der Bahn unsere große Weihnachtsfeier. Und da wird dann auch ein wenig die Gläser gehoben. Nein, da kriege ich keinen Adventskalender, weil der erste Advent hatten wir schon. Also Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und mit diesem wunderschönen Eichhörnchen sage ich wie immer NRW bei 18. Adieu. Wer sieht schön aus? Schluss. Man lernt doch nebenbei eine Menge, wenn man sich eine Show ansieht. Sehen wir uns dieselbe Show an?